baue ich einfach ein HTML-Formular. Da kann man einen Username und ein Passwort eingeben. Das wird abgeschickt, wird mit PHP geprüft. Das mache ich alles selbst. Ist geil, oder? Mensch, Smith, für sowas musst du die Passwörter in einer Datenbank abspeichern. Am besten verschlüsselt als Hash. Ja, okay, ich gehe jetzt was arbeiten. Blöder Spießer. Ich mache das jetzt alleine. In diesem zweiten Teil geht es jetzt darum, dass wir ein bisschen komplexere Dinge machen. Es geht weniger um Formularauswertungen als um Schleifen und wie lösen wir spezifische Probleme, Verzweigungen und so weiter. Hier in der ersten Folge wollen wir einfach nochmal das, was wir im ersten Teil gelernt haben, komplett anwenden. Sie sehen, wir haben hier eine Webseite, auf der wollen wir hier ein Formular mit zwei Feldern einbauen. Wenn das Formular abgeschickt wird, dann wird geprüft, ob Name und Passwort gleich sind. Und wenn das Formular nicht abgeschickt wird, steht da, bitte fülle das Formular aus. Das sollten Sie alles können. Wenn Sie das nicht können, ist schade, gehen Sie nochmal zu Teil 1 zurück. Sie stoppen jetzt das Video und machen die Aufgabe. Die Dateien haben Sie hier. Sie arbeiten mit 2a-zugang.php. Viel Spaß! Okay, machen wir das mal. Sie sehen, ich bin hier in meinem Localhost und die Webseite, die kann noch gar nichts. Was Sie hier sehen, ist der Code von der Seite, den Sie bekommen haben, den Sie wahrscheinlich jetzt aufgebohrt haben. Klar, was wir zuerst machen sollen, wir brauchen erstmal ein Formular mit zwei Feldern. Das machen wir natürlich als moderne Person mit GPT-3. Kennen Sie von ChatGPT? Okay, prima, hat zum Glück geklappt. Der hat es hier ganz schön gemacht, wie mir das scheint. Super, klar, er hat mir jetzt kein Fieldset gebaut, ist nicht so schön. Das mache ich mal schnell von Hand drumherum. Ist Ihnen klar, dass wir das mit diesen BRs, das ist ein bisschen fies. Eigentlich wollten wir das lieber mit Bootstrap oder anderweitig mit CSS machen. Wir machen das jetzt einfach mal so, weil unser Ziel ist, die Logik irgendwie aufzubauen. So, jetzt haben wir hier das Formular. Klick, wir klicken drauf, passiert nichts. Klar, wir haben keine Action. Wir müssen das Formular irgendwo hinschicken. Wir wollen es auf die gleiche Seite schicken. Immer Seite neu laden, Eingabe drücken, Submit ist super, er führt es auf die gleiche Seite. Jetzt wollen wir die Werte aus dem Formular holen und prüfen, was mit Username und Passwort los ist. Ich mache mein Standardvorgehen, das heißt, ich deklariere erstmal die Variablen, das müssen wir in PHP, müssen wir das ja nicht machen, die können irgendwann einfach auftauchen. Ich mache das trotzdem, dass ich einen Überblick habe. Natürlich kann ich jetzt nicht hinschreiben, Name gleich Post TF Name, denn wenn die Seite zum ersten Mal geladen wird, gibt es dieses Array ja noch gar nicht, beziehungsweise die Elemente in diesem Array. Jetzt prüfe ich, wurde das Formular abgeschickt? Was ist mein Stress gerade? Klar, mein Input-Type hat keinen Namen und keine ID. Wenn das Formular abgeschickt wurde, dann
wurden offensichtlich die Werte im $PostArray initialisiert, also kann ich mir die hier rausholen. Jetzt kann ich prüfen, ob einer von diesen Werten leer war. Das mache ich am allereinfachsten so. Jetzt ist die Frage, ob ich das direkt hierhin echoen will. Will ich natürlich nicht, da wir ja überm HTML sind. Deshalb mache ich eine Variable, die heißt bei mir gerne Ausgabe. Die kann auch Nachricht oder sonst wie heißen. Die ist erstmal leer. Wenn also das Formular abgeschickt wurde, dann prüfe ich, ob Name leer ist. Falls Name nicht leer ist, also wenn korrekter Name eingegeben wurde, prüfe ich, ob Passwort leer ist. Wenn Passwort nicht leer ist, dann ist ja eigentlich alles in Ordnung. Und jetzt prüfe ich, ob Name und Passwort die richtigen Werte haben. Ausgaben muss ich jetzt irgendwo noch vornehmen, das mache ich hier unten. Ich könnte natürlich auch hier eine Farbe für die Ausgabe vergeben. Schicker wäre es natürlich, ich würde es über eine Klasse machen. Jetzt werfe ich nochmal einen Blick in den PHP-Code. Sie sehen, das ist jetzt eine ziemliche Orgie an verschachtelten Verzweigungen. Was passiert denn, wenn das Formular nicht abgeschickt wurde? Dann wäre ich hier im Else-Zweig. Klar, dann soll da stehen, bitte fülle das Formular aus. Gut, wir probieren es aus. Ich lade die Seite neu, klicke da rein, Return. Es steht, bitte Formular ausfüllen. Ich schicke es mal leer ab. Er sagt, gib einen Namen ein. Ich gebe hier einen ein. Er sagt, bitte gib ein Passwort ein. Gebe ich auch ein. Nein, niemals für diese Webseite. Access denied, klar, denn ich habe die falschen Daten eingegeben. Was uns auch noch nervt, haben wir in Teil 1 auch schon gelernt. Jedes Mal, wenn wir das Formular abgeschickt haben, sind die Felder wieder leer. Deshalb nehmen wir uns hier unsere Felder und echoen den Wert von Name und Passwort rein. Und jetzt sehen Sie, ist ganz schick, dass ich ganz am Anfang Name und Passwort als leer initialisiert habe, da oben. Denn wenn die Seite zum ersten Mal geladen wird, haben Name und Passwort schon Wert, genauso wie Ausgabe, und dann wird da eben nichts rein geechoed. Ich lade die Seite neu, Formular einfüllen, Alfons. Gib ein Passwort ein, schade. Gucken Sie mal, wie er jetzt vorgeht. Jetzt schaut er erstmal natürlich da im oberen Teil bei dem PHP, aber da ist der Fehler gar nicht. In seiner Verzweiflung entwickelt er jetzt erstmal eine Theorie, die ziemlich schwachsinnig ist, weil es ist völlig egal, wo Name und Passwort stehen in diesem Fall. Jedes Mal beim Neuladen kriegen diese beiden Kollegen einen leeren Wert. Ich sollte das hier unten im Else-Zweig machen, also wenn das Formular nicht abgeschickt wurde. Nur dann kriegen Sie hier den leeren Wert. Also nochmal, Klick, Seite neu laden. Okay, es klappt halt wieder nicht. Und schauen Sie, wie er da ein bisschen rumklickt. Aber er sieht jetzt gleich den Fehler. Macht dann hier deshalb dieses Name gleich leer und Passwort gleich leer nach oben.
Warum ich Ihnen das alles zeige, ist, damit Sie sehen, hey, selbst den Allerbesten passiert sowas, geben Sie nicht auf, sondern klicken Sie ein bisschen rum, suchen Sie, probieren Sie es, Sie schaffen das. Der Fehler ist echt blöd zu finden. Ich war auch ehrlich gesagt ziemlich doof. Nein. Schauen wir mal da unten rein. Sie sehen, ich echoe im Passwortfeld den Namen und im Namensfeld das Passwort. Deshalb hat er, nachdem ich das gerade mit Alfred abgeschickt habe, da unten beim Passwort hier das reingeechoet. Das ist natürlich blöd. Für sowas kann man auch stundenlang Zeit verschwenden. Gut, ich lade die Seite neu. Klick. Wunderbar. Ich habe das Formular abgeschickt, da steht Alfred drin. Ich gebe 1, 2, 3, 4 ein. Access denied, klar, weil hier muss nicht Alfred stehen, sondern Smith. Success, Sie sind eingeloggt. Ne? Und wenn ich das jetzt hier wieder leer mache, gebe einen Namen ein. Prima, das war's. Viel Spaß bei der nächsten Folge, wo Sie dann direkt auch was Neues lernen. Tschüssi.